Wenn du an Jesus geglaubt hast, wenn du gerettet bist, wenn du ewiges Leben hast, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Gottes Kind. Vielleicht hast du online eine Predigt gehört oder hat dir jemand das Evangelium persönlich erzählt. Du hast es richtig verstanden und an Jesus geglaubt. Vielleicht hast du diese Frage, was soll ich jetzt tun? Wo soll ich anfangen? In dieses Video möchte ich erzählen, wie du einen guten Einstieg in Christentum haben kannst. Was sollst du machen und was lieber nicht? Nummer 1. Sprich mit Gott. Beten. Gott ist dein Vater. Du kannst zu ihm wie ein Kind immer kommen. Du kannst einfach sagen, Jesus, ich habe von dir gehört, ich glaube an dich, aber ich kenne nicht so viel über Glaube und die Bibel. Zeig mir bitte einen Weg. Oder wenn du in deinem Leben jetzt viele Probleme oder Anliegen hast, kannst du immer sagen, Jesus, hilf mir. Er hört dich. Du bist ein Gottes Kind. Nummer 2. Hör ihn zu. Lies die Bibel. Gott hat mit Menschen gesprochen und heute existiert sein Wort im Buchformat. Lass mich dir einige gute Bibeln empfehlen. Wenn du Englisch kannst, sollst du die King James Bibel lesen. Es ist das 100% perfekte Wort Gottes in der englischen Sprache. Es gibt keine Fehler. Die Sprache ist etwas Altes, aber sie ist mächtig und wahr. Was du vermeiden solltest, sind die modernen Übersetzungen wie NIV, ESV, NKJV. Obwohl sie ein vereinfachtes Wortschatz haben, haben sie einfach Gottes Wort verfälscht. Sie entfernen Wörter, fügen Wörter hinzu und viele Verse fehlen. Die Organisationen, die hinter der Veröffentlichung dieser modernen Versionen stehen, haben eine korrupte Agenda, um Teile der Bibel zu zensieren, sie politisch korrekt zu machen und vor allem Geld zu verdienen. Deswegen sollst du vorsichtig sein, welche Bibel du liest. Viele sagen, Gottes Wort existiert nur in Hebräer oder Griechisch. Aber das ist falsch. Gottes Wort existiert in fast jeder Sprache. Wenn du Deutscher bist und die Bibel lieber in deiner Muttersprache lesen möchtest, dann sollst du die Schlachter 2000 Bibel lesen. Obwohl es nicht zu 100% perfekt ist, es ist eine sehr gute deutsche Übersetzung. Pass auf die Fußnoten auf. Sie sind nicht Gottes Wort. Leider haben die meisten Schlachterbibeln Fußnoten. Was du hier siehst, das ist auch eine Schlachterbibel ohne Fußnoten und das ist sehr gut. Es ist wichtig, die Bibel ohne Ablenkung zu lesen. Aber die Papierqualität ist nicht so gut. Man kann sie für 2 Euro in Amazon kaufen. Aber wenn du sagst, okay, ich kann die Fußnoten einfach ignorieren, das ist kein Problem, dann kannst du natürlich eine hochwertige Schlachterbibel kaufen. Ist nur etwas teuer. Die einzige Schlachterbibel, die du vermeiden solltest, ist die Studienbibel von John MacArthur. John MacArthur ist ein Irrlehrer. Er sagte, dass das Blut Jesu, das bei uns vergossen wurde, keine Kraft hat und viel andere Mist. Es gibt in dieser Bibel zu viele Fußnoten, die mit Calvinismus zu tun haben. Und Calvinismus ist leider eine große Irrlehre im Christentum. Alternativ, wenn du etwas Altes, etwas Archaisch bevorzugst, dann sollst du die Lutherbibel 1912 lesen. Das ist auch eine sehr gute Übersetzung. Der Trinitarian Bible Society, also TBS, hat eine Lutherbibel 1912 veröffentlicht. Sie haben das Neue Testament in 1998 neu überarbeitet. Jedoch solltest du bestimmte Übersetzungen vermeiden, wie die Gute Nachricht Bibel, eigentlich die schlechte Nachricht ist, Hoffnung für alle, die keine Hoffnung gibt, Neue Genfer,
NEU, Neues Leben oder Neues Tod und viele neue Lutherbibeln. Sie sind alle Mist. Sie folgen die gleiche Agenda wie die modernen englischen Versionen. Sie werden dich geistlich schwach machen. In wegzumhimmel.de kannst du einen Artikel finden, der diese Übersetzungen enthüllt. Den Link findest du in der Beschreibung unten. Die einzige Bibel, auf die du wirklich achten solltest, ist die Elberfelder Bibel. Es ist ein Gift. Es ist eine giftige Übersetzung. Diese Bibel verwendet in vielen Bereichen eine gute und tiefgründige Sprache, macht aber immer noch viel Korruption. Man kann sich leicht täuschen lassen, dass die Bibel gut ist. Ist es aber nicht. Es wird dich erfolgreich täuschen. Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen. Wenn du die Bibel früher nicht gelesen hast, würde ich vorschlagen, dass du zuerst das Johannesevangelium liest. Es ist das vierte Buch des Neuen Testaments. Es ist leichter zu verstehen und gibt dir eine gute Einführung. Danach kannst du das ganze Neue Testament und schließlich auch das Alte Testament lesen. Wenn du jeden Tag die Bibel für 15 Minuten liest, kannst du sie in einem Jahr einmal vollständig lesen. Es ist sehr wichtig, jeden Tag die Bibel zu lesen. Es wird deine Lebensqualität verbessern und dich in allen Bereichen des Lebens befähigen. Nummer 3. Leute treffen. Kennenlernen. Deutschland ist leider geistlich sehr dunkel. Das bedeutet, es gibt kaum gute kirchliche Gemeinde. Sie sind, auf Englisch sagt man watered down, vielleicht auf Deutsch ist es verwässert. Sie sind sehr schwach. Sie möchten mit der Welt befreunden und sie haben Angst, für die Wahrheit einzutreten. Auf jeden Fall vermeide bitte die Zeugen Jehovas, Kirche Jesu Christi, die Mormonen, katholische Kirchen, auch viele traditionelle evangelistische Kirchen, Siebenten Tags Adventisten, sie haben einen Witz für eine Religion. Es gibt Kindertaufe, Taufe für die Toten, es gibt Priester in langen Gewändern, sie spüren heiligem Wasser, sie wiederholen das Vaterunser wie ein Mantra und so weiter. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Kleidern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten gern haben. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht nichtige Wiederholungen brauchen wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Bitte vermeide solche Kreise und Pastoren. Die EFG-Gemeinden, also evangelische, freikirchliche Gemeinden, sie sind nur etwas besser. Leider sind die meisten einfach Fun-Centers und Social Clubs, sie machen Entertainment. Der Predigt dauert nur 20 bis 30 Minuten. Es gibt kein Predigt, es ist ein Predigtchen. Es gibt keine starke Theologie. Der Pastor selbst hat die Bibel nicht einmal vollständig gelesen. Es gibt keine Bibelstudien, kein Buch für Buch, Kapitel für Kapitel lernen. Leider ist die örtliche Gemeinde kein Zentrum zum Erlernen der Theologie. Viele jüngere Menschen in dieser Gemeinde, sie haben Hunger für Gottes Wort, aber sie lernen nicht viel in der Gemeinde. Sie gehen in eine theologische Schule, Bibelschule und kommen noch schlimmer heraus. Trotzdem gibt es ein paar Leute in dieser Gemeinde, die gerettet sind. Sie haben an Jesus geglaubt und sie kommen einfach in die Gemeinde. Ich gehe auch zu einer dieser EFG-Gemeinden, obwohl ich nicht viel geistlich oder lehrmäßig profitiere. Ich nutze die Gelegenheit, Menschen kennenzulernen, Gespräche zu haben. Wenn jemand neu ist zum Beispiel, dann gehe ich zu ihm und wenn er nicht gerettet ist, dann öffne ich die Bibel und gebe ich das Evangelium. Die Bibel sagt, darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nachdem du an Jesus geglaubt hast, sollst du Jesus nachfolgen, ein Jünger werden. Und das fängt mit der Taufe an. Das bedeutet, du sollst dich taufen lassen. Ich verstehe, dass in Deutschland ist es schwer, eine gute Gemeinde zu finden. Aber wenn du einen Pastor kennenlernst, der gerettet ist, der in Heilsicherheit glaubt, dann sollst du mit ihm reden und dich taufen lassen. Das ist gut. Nachdem du dich taufen lässt, dann bist du in deiner Jüngerschaft viel effektiver. Du kannst Jesus besser dienen. Ein sehr wichtiger Hinweis: Wenn du gerettet bist und du lebst in Deutschland in 2021, das Beste, das du machen kannst, ist Seelen gewinnen gehen. Wir als Deutschland Seelen gewinnen machen regelmäßig viel Marathons. Wir treffen uns einmal in 2-3 Monaten. Wir wählen einen Staat und gehen wir Seelen gewinnen. Wir haben Gemeinschaft, wir machen Musik, wir singen zusammen, wir essen zusammen und wir ermutigen einander. Du kannst den Website seelengewinnen.de für weitere Informationen besuchen. Bitte schreib uns eine Nachricht, du kannst dich melden. Du kannst in der nächsten Seelengewinnen-Marathon als stiller Partner teilnehmen. Du kannst lernen, wie wir das machen. Du kannst sehen, wie wir Leute für Jesus gewinnen. Die Bibel sagt: Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. So, die sind meine Tipps, wenn du neu im Glaube bist. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Einstieg in christliches Leben. Gottes Segen, mein Name ist Moses Goller. Auf Wiedersehen.